Die Kfz-Versicherung. Heute Teil 1. Alle wichtigen Infos zur Kfz-Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko. Alles, was wichtig ist, alles, was in deinem Vertrag drin sein sollte. In Teil 2 in der nächsten Woche gehe ich dann darauf ein, warum es so wichtig ist, dass du deine Kfz-Versicherung jedes Jahr vergleichst und vielleicht sogar wechselst. Viel Spaß dabei! Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian Kunkel. Heute dreht sich alles um die Kfz-Versicherung. Anfangen möchte ich mit der Kfz-Haftpflichtversicherung. Die ist nämlich in Deutschland Pflicht. Die musst du abschließen, wenn du ein Auto zulässt, wenn du mit einem Auto durch die Gegend fährst, wie auch immer, dann brauchst du eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Hier ist es so, mittlerweile sind da die Versicherungssummen schon relativ hoch. 100 Millionen Euro scheint so der Standard im Moment zu sein. Das reicht auch für alle Fälle auch aus. Manchmal ist es so, dass es dann pro Personenschaden eine Deckelung gibt, zum Beispiel auf 12 Millionen Euro. Das war jetzt auch so der Standard, den ich mir aktuell mal so rausfiltern konnte. Das ist aber schon sehr, sehr ordentlich, wenn du dich auf diesem Level bewegst. Dazu kann man in der Haftpflichtversicherung eine sogenannte Mallorca-Police einschließen. Und zwar ist es eine Zusatzabsicherung, wenn du im europäischen Ausland unterwegs bist mit Mietwagen und da was passiert, dann ist es oftmals so, dass diese Haftpflicht, die du da im Ausland dann abgeschlossen hast durch den Mietwagenverleih, viel zu niedrig ist, ja, und da teilweise Schäden nicht komplett gedeckt werden. Und diese Mallorca-Police erweitert quasi deinen deutschen Versicherungshaftpflichtschutz auf die Urlaubsregion, auf diesen Mietwagen, und du bekommst quasi dann das Leistungslevel, was du in deiner deutschen Haftpflichtversicherung mit drin hast. Wenn dich das also betrifft, wenn du öfters mal hier mit Mietwagen unterwegs bist im europäischen Ausland, könnte das für dich auf alle Fälle Sinn machen. Ein letzter Punkt noch zur Kfz-Haftpflichtversicherung, nämlich ein Irrglaube, den ich jetzt immer auflösen möchte, der hier immer noch rumfleucht und einfach nicht stimmt. Und zwar, wenn du jemand anders mit deinem Auto fahren lässt, der nicht als Fahrer eingetragen ist in deinem Auto, dann stimmt es nicht, dass hier kein Versicherungsschutz besteht. Das stimmt nicht. Baut eine Person, die nicht eingetragen ist in deinem Auto als Fahrer, einen Unfall mit deinem Auto, so sind alle Schäden, die er einem anderen Verkehrsteilnehmer zugefügt hat, versichert. Denn die Kfz-Haftpflichtversicherung ist an das Auto gebunden und nicht an den Fahrer. Das heißt, wenn du mal wieder betrunken bist und nicht heimfahren kannst, dann ist es tatsächlich kein Problem, wenn jemand anders aus deinem Freundeskreis mit dem Auto heimfährt. Wichtig ist jetzt aber an der Stelle zu wissen, dass wenn ein Unfall dann gebaut wird von einem Fahrer, der nicht eingetragen war im Versicherungsschein als Fahrer, die Versicherung zwar zahlt, allerdings, wenn die davon Wind bekommt, dass da jemand gefahren ist, der nicht eingetragen war als Fahrer, die Versicherung womöglich rückwirkend dann den erhöhten Beitrag verlangen wird für eben einen zusätzlichen Fahrer plus eventuell sogar eine Vertragsstrafe. Hier kann das zum Beispiel einfach eine Jahresprämie sein. Das muss dir einfach klar sein. Und dazu, wenn du eine Vollkaskoversicherung hast, Schäden an deinem eigenen Auto hier zwar auch grundsätzlich dann versichert sind, auch wenn ein anderer das Auto gefahren ist, der nicht eingetragen war, es aber sein kann, je nach Versicherungsbedingung, dass hier deine Selbstbeteiligung hochgeschraubt wird und du hier einen höheren Selbstbehalt hast. Also, das ist wichtig für dich zu wissen, im Kopf abspeichern, wenn das nächste Mal irgendwie auf dich zukommen könnte. Wir gehen weiter zur Teilkasko. Das heißt, diese Zusatzbausteine, den du jetzt zur Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen kannst. Hier werden dann eben auch für diverse Schäden an deinem eigenen Auto geleistet. Hier gehört auf alle Fälle mit dazu Schäden durch Brand und Explosion, Schäden durch Diebstahl, also dein Auto wird irgendwie geklaut oder Teile aus deinem Auto werden geklaut. Dann diverse Elementarschäden, also Sturm, Hagel, Blitz, Überschwemmung, dass das mit drin ist. Glasbruch, das heißt zum Beispiel durch einen Steinschlag an der Windschutzscheibe, dass Glasbruchschäden hier mitversichert sind. Und natürlich, das ist auch so ein Klassiker, bei uns hier vor allem in dieser noch teilweise ländlichen, weltlichen Region, Schäden durch Wildtiere. Spezifisch gesagt Haarwild, so nennt sich das. Aber du kannst also diesen Versicherungsschutz auch erweitern auf alle Tiere.
Tiere. Das heißt, der kann auch mal irgendwie einen Elefanten ins Auto rennen. So jetzt mal als übertriebenes Beispiel. Dann wäre das auch mit versichert. Dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, die man mit einschließen kann. Zum Beispiel den Marderbiss. Finde ich ganz wichtig, weil das doch oft vorkommen kann. Und sowas kann teilweise echt teuer werden. Vor allem auch Folgeschäden durch einen Marderbiss, dass du das auch mit einschließt, weil es kann ja dann passieren, dass eine Leitung irgendwie durchbissen wurde und durch diese, dadurch, dass die Leitung durchbissen würde, vielleicht von einem Bremsschlauch, zum Beispiel noch ein weiterer Schaden entsteht. Also dass Folgeschäden hier zumindest bis zu einer gewissen Summe auch mit versichert sind. Dann grobe Fahrlässigkeit. Also das heißt, auch selbst wenn du grob fahrlässig im Straßenverkehr gehandelt hast, hast also irgendwas gemacht, das solltest du halt nicht machen und es war echt grob fahrlässig, dass dann trotzdem Versicherungsschutz besteht. Ausnahme wird hier immer sein, zum Beispiel wenn du unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden hast, dass dann hier, das zwar grob fahrlässig ist, aber hier kein Schutz besteht. Oder wenn du zum Beispiel dein Auto geklaut wurde, aber du das Auto grob fahrlässig eben auch dieser Situation ausgesetzt hast. Zum Beispiel, du hast die Türen und Fenster offen gelassen. Das heißt, es war einfach super easy, dass das jemand klauen kann. Sowas ist dann wahrscheinlich ausgeschlossen. Du kannst mit einschließen Sonderausstattung. Das heißt, wenn du in einem Auto noch diverse Sonderausstattung mit drin hast, dass die bis zu einem gewissen Preis oder Kostenlevel auch mit eingeschlossen sind. Dann, dass der Versicherer keinen Abzug alt für neu macht. Zum Beispiel bei Reifen ist so der Klassiker, dass er halt einfach nicht hergeht und sagt, okay, ja, das wäre jetzt aber noch so viel wert und neu wäre so viel und die Differenz ziehen wir jetzt erstmal ab und du kriegst nur so viel. Das heißt, dass er auf diesen Abzug verzichtet. Und ein letzter Punkt, der vielleicht noch interessant ist, vor allem, ich spreche jetzt auch immer mal aus mir oder aus meiner Erfahrung, in ländlichen Regionen, wo es zum Beispiel auch noch viel schneit, dass dann zum Beispiel du die Elementarschäden erweiterst auf Dachlawinen. Das heißt, wenn vom Dach hier so eine Schneelawine runterkommt und auf dein Auto knallt, weil es halt genau unter dem Dach steht, dass sowas auch mitversichert ist. Also das war bei uns tatsächlich mal der Fall gewesen. War leider nicht versichert, aber für die Zukunft, vielleicht für dich, wenn es relevant ist, sowas kannst du in der Teilkaskoversicherung mit einschließen. Ja, und wenn dir Haftpflicht und Teilkasko nicht ausreichen, dann kannst du natürlich noch eine Vollkasko-Versicherung mit abschließen. Hier ist alles mit drin, was in der Teilkasko auch versichert ist, plus Schäden durch mutwillige Beschädigung und Vandalismus an deinem Auto durch andere Personen und alle Schäden, die du selbst verschuldet an deinem Fahrzeug verursacht hast. Das sind die zwei Punkte, die hier eben noch mit drin sind. Jetzt fragen sich wahrscheinlich manche von euch, okay, aber wie kriege ich denn das jetzt raus, ob ich jetzt nur die Teilkasko brauche oder vielleicht auch die Vollkasko hier mit absichern sollte? Nun, ich sehe das so, es kommt immer darauf an, wie deine finanzielle Situation tatsächlich hier auch ist. Das heißt, mal angenommen, du hast jetzt dir ein Auto geholt, unabhängig davon, ob das jetzt 5.000 Euro gekostet hat oder 50.000 Euro. Die Frage ist tatsächlich, wenn dein Auto jetzt einen größeren Schaden erleiden würde, oder vielleicht sogar irgendwie einen Totalschaden oder sowas in der Richtung, kannst du es dir finanziell leisten, dir dann wieder ein neues Auto zu holen oder die Reparatur zu bezahlen oder halt nicht? Das ist eben die Frage. Und danach solltest du dann einfach mal gucken, ob dir eine Vollkasko das wert ist. Vergleich die Tarife, zum Beispiel mit unserem Tarifrechner hier. Was ist der Preisunterschied? Teilkasko, Vollkasko. Mit den Selbstbeteiligungen ein bisschen spielen. Und dann kannst du für dich ausloten, ob sich das dann auch für dich lohnt. Ich kenne zum Beispiel Leute, die fahren mit einem 70.000 Euro Porsche rum und du wirst denken, ja klar haben die eine Vollkasko. Und ich sag dir, die haben keine, weil die es sich leisten können, wenn sie das Auto gegen die Wand fahren, sich einfach ein neues Auto zu holen. Das heißt, die sichern dieses Risiko nicht ab, weil diese Vollkaskoversicherung für so ein teures Auto natürlich auch eine Arschvoll Geld kostet, unterm Strich, um es mal so auszudrücken. Ja? Das heißt, du musst für dich individuell herausfinden, ist es mir das wert, kann ich mir die Reparatur oder die Neuanschaffung leisten? Wenn nicht, macht eine Vollkasko vielleicht sogar Sinn für dich. Jetzt bin ich auf die ganzen Punkte eingegangen, die meiner Meinung nach wichtig sind, die du in deiner Kfz-Versicherung einschließen kannst. Jetzt gibt es meiner Meinung nach aber auch vor allem einen Baustein, der immer mal gern mitverkauft wird, den ich aber als tatsächlich schwachsinnig ansehe. Und zwar die sogenannte Insassen-Unfallversicherung. Das hört sich erstmal so gut an und sinnvoll an,
Aber es ist meiner Meinung nach tatsächlich so, dass hier andere Versicherungen, die du eh schon hast, greifen werden, wenn hier sowas passiert. Beispiel, du fährst mit deinem Auto, hast drei Freunde mit dabei, ihr baut einen Unfall, okay? Dabei ist es egal, ob jetzt du den Unfall verursacht hast oder vielleicht der andere Unfallgegner. In beiden Fällen wird entweder deine Kfz-Haftpflichtversicherung oder die Kfz-Haftpflichtversicherung des Gegners einspringen und die entstandenen Personenschäden begleichen. An dir und deinen Freunden, wenn der andere schuld war. Wenn du schuld warst, dann nur an deinen Freunden. Hier bist du außen vor. Wobei hier dann auch deine Krankenversicherung natürlich erstmal hier alle Krankheitskosten und so weiter abfangen wird. Wenn hier dann noch weitere Schäden irgendwie vorhanden sind oder größere Schäden, könnte dann eine mögliche vorhandene private Unfallversicherung hier einspringen. Also, diese Insassenunfallversicherung finde ich persönlich als Käse, weil es hier einfach zu viele Überschneidungen gibt von anderen Versicherungen, die hier auch eine Leistung bringen. Wie bei allen Videos von mir, in denen ich über eine spezielle Versicherung spreche, gibt es am Ende wieder Tipps, Tricks und Insiderwissen für euch. Anfangen möchte ich mit der Selbstbeteiligung. Je höher die Selbstbeteiligung ist, desto niedriger die Prämie am Ende. Das heißt, hier einfach mal ein bisschen rumspielen mit der Selbstbeteiligung und gucken, okay, welche Prämie kommt dann da am Ende raus und mit was kannst du dann persönlich finanziell gesehen auch am besten leben. Das ist ein Tipp. Einfach mal rumspielen. Hier mit unseren Rechnern funktioniert das richtig gut. Die sind ja unten auch schon mal verlinkt in der Beschreibung. Als nächstes, bevor du dir ein neues Auto zum Beispiel anschaffst, mal gucken, mal die Versicherungsrechner hernehmen und schon mal eingeben, quasi was für ein Auto du dir vielleicht holen würdest, vielleicht ein VW Golf 5 oder vielleicht ein Audi A4 und mal gucken, wie sind denn hier überhaupt die Unterschiede in der Versicherung. Denn hier wird entschieden nach Regionalklassen und nach Typklassen. Was genau das ist und wieso es hier Unterschiede gibt, darauf gehe ich in Teil 2 von der Kfz-Serie dann nochmal ein. Aber sowas im Vorfeld zum Beispiel mal hernehmen und mal vergleichen. Wie wirkt sich überhaupt, je nachdem was für ein Auto ich kaufe, das Ganze dann auf meinen Versicherungsbeitrag aus. Als nächstes gibt es dann auch Rabattmöglichkeiten, zum Beispiel für gewisse Branchen. Je nachdem, in welcher Branche du vielleicht arbeitest, wie du da tätig bist, kann es in der Kfz-Versicherung Nachlässe geben. Hier auch nochmal den Hinweis auf die Rechner von uns. Hier haben wir das nämlich auch mit eingebaut. Das heißt, hier kannst du genau angeben, in welcher Branche du irgendwie arbeitest und hier gibt es dann eventuell sogar einen Rabatt für dich. Dann als nächster Punkt die jährliche Fahrleistung. Die muss ja am Anfang geschätzt werden, klar, das weißt du ja nicht genau, aber realistisch schätzen, nicht untertreiben. Wenn hier dann ein Unfall passiert und dann werden die eben diese jährliche Fahrleistung auch überprüfen und wenn du da halt extrem drüber gelegen bist, dann können die quasi hergehen und können die Versicherungsleistung an der einen oder anderen Stelle einschränken oder auch rückwirkend dann den Beitrag erhöhen, eine Nachzahlung fordern. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte vor kurzem einen Unfall gehabt und hier wurde das dann tatsächlich überprüft, weil die meisten so denken, ja, was hat denn jetzt mein Unfall mit meiner Tachometerleistung da zu tun? Das wird überprüft und kann im schlimmsten Fall für dich zum Nachteil ausgelegt werden. An der Stelle vielleicht auch nochmal hier das Video verlinkt, wenn du einen Unfall gebaut hast mit deinem Auto, auf was es zu achten gilt, welche Dinge du beachten solltest und welche Dinge du vor allem nicht machen solltest. Hier nochmal kurz verlinkt, könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Weiterer Punkt, wo man sich Geld sparen kann. Jährlich den Beitrag zahlen. Bei Sachversicherung macht es allgemein Sinn, jährlich den Beitrag zu zahlen. Dann findet nur eine Zahlung statt, dadurch wird das Ganze günstiger für dich. Als Tipp hierbei würde ich empfehlen, dass du dir monatlich trotzdem schon den Beitrag X weglegst, das heißt deine jährliche Prämie geteilt durch 12, dann kommt ja ein Beitrag raus und den ziehst du dir monatlich schon mal ab, legst den zur Seite, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto. Hier kann ich das Video von Chris empfehlen, von Sparen mit Kopf über Zinspilot, so mache ich das zum Beispiel auch und schiebe da mein Geld hin, kriege da noch ein bisschen Zinsen mit dazu und am Jahresende nehme ich das gerade von dem Konto, habe meine Zinsen drauf bekommen und bezahle damit meine Sachversicherung. Nächster Punkt, wo du noch ein bisschen Geld sparen kannst, du lässt dein Auto über deine Eltern versichern, weil hier deine Eltern wahrscheinlich schon eine bessere SF-Klasse haben, also eine Schadensfreiheitsklasse haben, als du. Ja, also so habe ich das zum Beispiel in der Vergangenheit vor allem immer gemacht. Hier habe ich mir
Hunderte von Euro sparen können, weil meine Eltern oder mein Vater dann der Versicherungsnehmer war und ich aber das Auto gefahren bin, war quasi als Kind, als Fahrer mit eingetragen. Hier sparst du dir auch nochmal ein paar Euros. Dazu könnte auch eine Zweitwagenregelung ab und zu mal interessant sein, wenn der Versicherer das anbietet. Das heißt, da ist schon das erste Auto versichert und du nimmst noch ein zweites Auto mit dazu. Hier gibt es dann meistens oft auch Rabattmöglichkeiten. Nächster Punkt wäre, dass du eine Werkstattbindung akzeptierst. Das heißt, wenn jetzt ein Schaden irgendwie entstanden ist, dann kann der Versicherer eben sagen, okay, du fährst jetzt bitte zu Werkstatt XY, weil das ist von uns eine Vertragswerkstatt und lässt dort den Schaden reparieren. Jetzt sagen viele aber oft, oh, ich will das aber nicht und ich will zu meiner eigenen Werkstatt gehen, wo ich den halt schon seit 20 Jahren kenne. Kannst du ja machen, ist überhaupt kein Ding. Kannst ja bei allem, was du bei Inspektion, Ölwechsel, was weiß ich, fahr zu deiner Lieblingswerkstatt, kein Problem. Aber wenn dann ein Schaden passiert ist, ganz ehrlich, der wird ja dann bezahlt. Dann kannst du ja Wurst sein, zu welcher Werkstatt du dann fährst und vielleicht, wenn die auch teurer sind oder was auch immer, der Schaden wird ja dann von deiner Versicherung bezahlt. Also das einfach nur mal so als Gedankenanstoß, weil ohne Werkstattbindung wird deine Versicherung auch wieder teurer. Und als letzter Tipp hier an der Stelle noch, versuch den Fahrerkreis, also den eingetragenen Fahrerkreis im Versicherungsschein, so gering wie möglich zu halten. Also wirklich auch nur die Leute mit reinnehmen, die auch regelmäßig mit dem Auto fahren. Ich kenne so Fälle, wo dann der Vater vielleicht dann die Kinder noch mit reinnimmt, obwohl die Kinder eigentlich 300 Kilometer irgendwo entfernt wohnen, aber die könnten vielleicht einmal im Jahr mit dem Auto fahren, wie auch immer. Das schraubt den Beitrag unnötig in die Höhe und eigentlich hast du nichts davon. Also hier einfach hergehen und nur die Leute auch mit reinnehmen, die regelmäßig mit deinem Auto fahren. Das waren alle Tipps und Tricks sowie das Insiderwissen, das ich euch hier noch mit auf den Weg zur Kfz-Versicherung geben wollte. Im Teil 2, wie gesagt, der kommt nächste Woche, erkläre ich dann euch nochmal, warum es einfach so wichtig ist, dass du vor allem deine Kfz-Versicherung jedes Jahr vergleichen solltest und vielleicht auch wechseln solltest. So mache ich das. Da bin ich auch kein Freund von einer langfristigen Bindung, sage ich ganz ehrlich. Hier gucke ich nach dem Preis. Wenn die Leistung passt, bin ich weg und wechsle zu einer anderen Versicherung. Aber das im Detail im Teil 2 des Videos. Ich hoffe, das Video hat dir hier schon mal einen Mehrwert gebracht. Wenn du jetzt schon in der Situation bist, dass du gerade deine Kfz-Versicherung wechseln möchtest oder vielleicht eine neue brauchst, wir haben jetzt von Versicherung mit Kopf eigene Tarifrechner. Die haben wir uns nach langem Suchen rausgepickt, haben geguckt, welche sind auch wirklich gut, wo wird wirklich alles mit reingenommen, was wichtig ist. Du hast viele Filtermöglichkeiten und kannst individuell einfach anklicken, was für dich wichtig ist. Und am Ende werden dann genau die Versicherungen ausgespuckt, die alle diese Leistungen eben auch erfüllen. Verlinkt habe ich dir die Rechner hier unten mal in der Beschreibung. Das Erklärvideo hierzu bauen wir dann auch mit den Rechnern mit ein, plus dann auch nochmal ein Video, was die einzelnen Rechner an sich erklärt. Das heißt, was bedeuten jetzt die einzelnen Punkte, weil da sind dann doch schon manchmal Fachbegriffe mit dabei, die man vielleicht nicht versteht. Das bauen wir hier mit dazu auch noch ein, damit es dir möglichst einfach fällt, hier dann online eine Kfz-Versicherung in dem Fall abzuschließen. Ansonsten war es das von mir für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass einfach einen Daumen hoch da, das würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns dann ganz einfach im Teil 2 im nächsten Video, nächste Woche. Bis dahin, Servus und mach's gut. Jetzt fällt mir das Mikro in der letzten Sekunde hier noch runter. Ciao, ciao.